Mein Name ist Aristoteles Iagounidis. Ich bin der Chefarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie und Palliativmedizin im Marienhospital in Düsseldorf. Und ich bin seit fast 11 Jahren Chefarzt dieser Abteilung und bin froh, sagen zu können, dass es eine Abteilung ist, die in Düsseldorf und über die Grenzen Düsseldorfs hinaus bekannt geworden ist für gute Medizin, für Hilfe, nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Angehörigen, die häufig in einer schwierigen Situation sind, weil wir natürlich mit onkologischen und hämatologischen Patienten zu tun haben. Die Abteilung ist relativ groß. Wir haben zwischen 60 und 70 Betten. Das bedeutet also, dass wir zusammen mit der Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin einen relativ hohen Patientenumsatz haben. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass wir eine Bandbreite an Patienten sehen, die von ärztlicher Seite aus, das heißt also in der Ausbildung zum Hämato-Onkologen, nichts zu wünschen übrig lässt. Wir behandeln quasi alle hämatologischen und onkologischen Krankheitsbilder, die es gibt. In der Vergangenheit haben wir das Zentrum immer weiter ausgebaut. Wir haben eine große Ambulanz, die auf Basis der sogenannten ambulanten spezialärztlichen Versorgung uns erlaubt, alle Patienten zu behandeln, die wir behandeln wollen. Das System wird immer weiter ausgeweitet. Wir können also Patienten mit Mammakarzinomen, Bronchialkarzinomen, mit urologischen Tumoren, mit Hauttumoren, mit Kopf-Hals-Tumoren, aber auch mit Gehirntumoren jetzt alle ambulant behandeln, was ein großer Vorteil ist, weil wir den Patienten damit die Möglichkeit geben, wenn sie nicht mehr so krank sind, dass sie auf der Station liegen müssen, dass sie dann in unsere Ambulanz wechseln können und dort von uns weiter behandelt werden. Vielleicht sollte ich noch darauf hinweisen, dass wir auch eine große Studienabteilung haben. Das heißt also, wir führen sowohl nationale als auch internationale Therapiestudien durch. Wir versuchen also unseren Patienten die neuesten Medikamente frühzeitig zur Anwendung zu bringen, sodass sie mit den modernsten Therapieoptionen in Kontakt kommen, die zurzeit auf dem Markt sind. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir 28 klinische Studien, die laufen. Diese Studien gliedern sich sowohl in medikamentöse Studien, aber auch in Impfstrategien bei Tumoren oder in der Erhaltung von Erkrankungen, die bereits erfolgreich therapiert worden sind. Unsere Abteilung führt selbstständig im Labor die Diagnose hämatologischer Tumoren sowohl in der Zytomorphologie, also am Mikroskop, als auch in der Immunphänotypisierung durch. Das heißt, wir schauen uns die Oberfläche der Zellen an und stellen fest, zu welcher genauen Zelllinie diese Patientenzellen gehören, damit wir sie korrekt behandeln können. Und wir führen auch Fluoreszenz in situ Hybridisierungen und Polymerase-Kettenreaktionen durch. Das heißt also, auch für Mitarbeiter, die sich interessieren, im Labor mitzuarbeiten, bieten wir alle Möglichkeiten. Die Kooperation im Haus zwischen den Kollegen, aber auch die Kooperation mit anderen Kliniken ist extrem angenehm. Wir haben ein angenehmes Arbeitsklima, wir haben sehr angenehme Patienten und wir haben ein kompetitives Angebot, was wir unseren Mitarbeitern vorstellen können, was Arbeitszeiten, aber auch was Bezahlung angeht. Und ich glaube, wenn man eine interessante Klinik sucht, die hämato-onkologisch aktiv und wirklich fortschrittlich arbeitet, sind Sie im Marienhospital in Düsseldorf sehr gut aufgehoben.